Hallo, herzlich willkommen. Das Thema von heute soll lauten: Ist die Synergetik ein Beweis dafür, dass wir in einem Programm leben? Also kann man das irgendwie beweisen, dass wir in einem Programm leben? Oder bleibt das alles eher so etwas wie ein vages Gefühl, eine Art Spekulation? Es gab ja schon mehrere Beweisversuche dafür, so etwa das Bekannte von James Gates. Er hat ja einen Fehlerkorrekturcode in der Supersymmetrie der Physik ausfindig gemacht, die die Symmetrie aufrechterhalten soll. Hier nun eine neue Idee, ein neuer Versuch. Ich werde im Folgenden zunächst einmal definieren, was überhaupt Synergie bedeutet. Dann bringe ich einige Beispiele dafür und dann erläutere ich, inwiefern das ein Beweis sein kann dafür, dass wir in einem Programm leben. Also, ich fange jetzt einfach mal an. Was bedeutet Synergie? Synergie ist ein Zusammenwirken aus dem Griechischen, ne? Syn, zusammen, erge in wirken. Also ein Zusammenwirken durch das zeitliche Zusammenfallen von Wirkungen. Also da fallen Wirkungen zeitlich zusammen, sie werden koordiniert zeitlich. Das heißt, es kommt zur Synchronisierung der Wirkungen, zur Synchronizität. Und B, müssen die Wirkungen auch räumlich, regional zusammenfallen und geordnet werden. Wenn also räumlich und zeitlich Wirkungen zusammenfallen, geordnet werden, dann sprechen wir von einer Synergie. Und diese Synergie ist, scheint so etwas zu sein wie ein Grundprinzip aller Wirklichkeit. Es ist ganz interessant. Wir finden sie auf verschiedensten Skalen. Ich fange mal an bei der untersten Skala. So sind zum Beispiel die drei Quarks, die Strukturquanten eines Protons, eine Art von vereinigter Synergie. Das heißt, diese drei Strukturquanten, die drei Quarks, die ein Proton bilden, formen eine Art von Resonanz. Diese Resonanz ist vermittelt durch virtuelle Austauschteilchen, durch Gluonen, also to glue kleben, die sind zusammengeklebt, die sind aber virtuell, also die, da ist ein ständiges Kommen und Gehen von energetischen Resonanzen. Und dieses Kommen und Gehen von Gluonen ist ermöglicht im Grunde genommen durch den Raum. Das heißt, da wo ein Proton ist, also da regional gedacht, da erfolgt eine geordnete Teilchenerzeugung aus diesem Raumzeitgebiet. Und die Ordnung und Struktur dieser Teilchenerzeugung, vermittelt durch die drei Quarks, die dadurch auch zusammengehalten werden, also durch diese Ordnung, wird das Proton, das unzerstörbare Proton, faktisch generiert. Also erfolgt hier ein Ordnen durch räumliche und zeitliche Synchronisierung. Also wir haben Resonanz, in der Resonanz steckt die Information drin über die Ordnung der drei Quarks, die ein Proton bilden können. Die nächste Skala wäre herausgegriffen ein Molekül. Ein Molekül besteht ja aus verschiedenen miteinander wechselwirkenden Atomen. Und auch ein Molekül kann verstanden werden als eine Art Zusammenwirken, Synergie, als eine Art geordnete, geglückte Synergie, die durch zeitliche Synchronizität und räumliche Koordination vermittelt ist. Also dass diese Struktur zustande kommt von einem Molekül, ist das Ergebnis einer Synergie, eines Zusammenwirkens der Atome, aus denen das Molekül besteht. Dabei hängen die Eigenschaften eines Moleküls
nicht nur von der Struktur ab, sondern auch von den Elektronenwolken, um ein Bild zu gebrauchen. Das heißt, das elektromagnetische Feld sorgt für die Eigenschaften des Moleküls. Und die Eigenschaften des Moleküls wiederum werden dann nur manifest durch Wechselwirkung mit etwas anderem, mit etwas, was eben nicht zum Molekül dazugehört. Und diese Wechselwirkung ist wiederum elektromagnetisch, also vermittelt durch Photonen als Träger der elektromagnetischen Wechselwirkung. Also wir sehen, wie das elektromagnetische Feld eine Art Wechselwirkungsfeld neben dem räumlichen Feld bei drei Quarks, ja, wie dieses Feld ist ja auch nur ein Begriff, eine Metapher, das ist mir bewusst, also wie dieses Feld faktisch Synergien vermittelt. Also es geht immer um Vermittlung von Synergien. Nächstes Beispiel, Wassermoleküle. Wassermoleküle, wenn sie geordnet wirken, also wieder Synergie, wenn sie zusammen wirken, bilden sie eine Wasserwelle als makroskopische Struktur. Das heißt, die Wasserwelle, die taucht auf, die emergiert, also Emergenz der Wasserwelle gegenüber den Wassermolekülen. Das heißt, eine neue Struktur taucht auf, vermittelt durch Synergie, also durch das Zusammenwirken. Das ursprüngliche Beispiel, wo Synergien festgestellt wurden, ist das Laserlicht, also der Laser. Bei einem Laser wird ja bei einem Gas, da werden Atome gepumpt, angeregt und dann fallen die angeregten Elektronen, um dieses Bild zu gebrauchen. Die Elektronen, die unterschiedlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten, also nicht geordnet angeregt wurden, diese Elektronen fallen auf einen Schlag alle zusammen in ein tieferes Energieniveau und emittieren dann das holokohärente Licht des Lasers. Also anders gesagt, holokohärent, also ganzheitlich zusammenwirkend, ja, holokohärent, zusammenhängend, ganzheitlich zusammenhängend, holokohärentes Verhalten von Millionen von Elektronen führt zu einem holokohärenten Licht, nämlich dem Laser. Und wir haben Synergien auch im biologischen Gehirn. Da äußert sich die Synergie, das Zusammenwirken, zum Beispiel von Neuronen, dadurch, dass sie im Gleichtakt wirken, also sie sind synchron. Diese Synchronizität des Feuerns von Neuronen dient als Unterscheidungsmerkmal im Gehirn, welches feuernde Neuron mit welchem anderen feuernden Neuron zusammenhängt. Und wie die Antworteigenschaften auf einen Reiz, ja, die Antworteigenschaften ganze Ensembles, ganze Gruppen von Neuronen eben dasselbe Perzept bzw. denselben Input, den sensorischen Input repräsentieren. Das ist das Interessante. Synchronizität ist also ein Schlüsselbegriff, um zu verstehen, wie ein biologisches Gehirn arbeitet. Und die Synergie, die natürlich geht der Synchronizität voraus. Die Synergie im biologischen Gehirn kommt zustande beim Zusammenbinden verschiedene sensorische Inputs. Also wenn ich etwas sehe, höre, rieche, ertaste, fühle, in diesem Sinne fühle, dann muss das ja ein einheitliches Bild ergeben, eine einheitliche Repräsentation in meinem Gehirn. Und das Problem ist, dass das, was ich sehe, höre, ja zum Beispiel was ich sehe, der visuelle und der auditive Input, also Sehen und Hören, die dauern unterschiedlich lang. Das heißt, der Transduktionsprozess, der Übersetzungsprozess des auditiven Inputs ist viel kürzer als des visuellen Inputs. Trotzdem muss das, was ich sehe, mit dem, was ich höre,
zusammengebunden werden. Ja, wie geht das? Das sogenannte Binding Problem. Also wie kommt da das geordnete Zusammenwirken von den Neuronen, die den auditiven Input repräsentieren, mit den Neuronen, die den visuellen Input repräsentieren, zustande? Wie geht das? Wie kommt es da zum geordneten Zusammenwirken? Wahrscheinlich durch eine Pufferzone. Das heißt, die Aktivierung der Neuronen, die nachgeschaltet sind, den Neuronen gegenüber, die das, was gehört wird, weiter vermitteln sollen, die müssen quasi warten. Also, das heißt, das, was ich höre, muss etwas warten, bis das eintrifft, was ich sehe. Also, es muss sowas geben wie eine Pufferzone. Und wahrscheinlich, ja, Pufferung, wie geht Pufferung? Das wird wahrscheinlich so gehen, dass auf der allerkleinsten Skala der Physik, der physikalischen Wirklichkeit, also auf der quantenmechanisch relevanten Skala, eine gewisse Unbestimmtheit der Wirkung da ist. Also Wirkung ist Energie mal Zeit. Das heißt, dass die Zeit des Auslösens der Wirkung unbestimmt oder auch die Energie. Aber wir konzentrieren uns hier mal auf die Zeit. Und dass, wenn man verschiedene kleinste Wirkungen auf dieser kleinsten Skala zusammenaddiert und auch da eine Synergie voraussetzt, also auch da ein holokohärentes Verhalten, dann kommt es zu einem Upscaling, das heißt, der kollektiven Wirkung. Das heißt, da kommt es zu sowas wie einer Emergenz einer effektiven Pufferung. Und so könnte man es sich vorstellen, dass das, was ich sehe, mit dem, was ich höre, zusammengebunden wird. Also so kommt dann Ordnung physikalisch zustande, indem also quasi die Information über den Zeitpunkt, wann ein Neuron feuern soll, übermittelt wird an Milliarden, Billionen kleinste Wirkungseinheiten. Also das ist wirklich der Kerngedanke. Das heißt, es erfolgt eine informationelle Wirkung. Und durch Information quasi kommt es zur Synergie. Und dadurch kommt es zur Synchronisierung. Dann haben wir Synchronizität auch in der Psychologie bei Carl Gustav Jung. Er nennt das Beispiel, eine Frau möchte eigentlich ein rotes Kleid anziehen. Und plötzlich entscheidet sie sich am Morgen, dass sie lieber ein schwarzes Kleid anzieht. Und später erfährt sie, dass just in diesem Moment der Entscheidung ihre Mutter verstorben sei. Das ist für Carl Gustav Jung das Beispiel einer Synchronizität. Das heißt, auch auf dieser Skala der einzelnen Menschen, die räumlich voneinander getrennt sind, kann es zu zeitlichen Synergien kommen, zusammenwirken. Und wir haben natürlich nochmal, jetzt werde ich etwas philosophischer, Synchronizität bei der sogenannten Geistesgeschichte, Zeitgeist. Es ist ja immer wieder so, das stelle ich auch fest, in meiner Arbeit, dass verschiedene Kollegen, verschiedene Menschen dasselbe denken, an völlig verschiedenen Orten, also sie haben einen anderen Denkweg hinter sich, aber kommen zum selben Ergebnis, zum selben Zeitpunkt. Das ist interessant, ja. Das heißt, auch diese Geistesgeschichte, Zeitgeist, hat etwas zu tun mit Synergie auf einer höheren Makroskala, mit Synchronizität. Das heißt, verschiedene Menschen an verschiedenen Orten denken dasselbe analog und tun auch oft dasselbe analog. Was ist das Gemeinsame an diesen Beispielen? Also immer geht es um eine geordnete Synergie, ein koordiniertes Zusammenwirken. Das müssen wir verstehen, ja? Das Zusammenwirken geschieht durch zeitliche Synchronizität und räumliche Fokussierung. Die Manifestation der Synergie ist ein kollektives Verhalten von Elementen, die durch die Synergie ein System bilden. Also es ist ein Ganzes, was sie da bilden.
Das kollektive Verhalten bildet ein Ganzes. Immer kommt es zur Emergenz einer neuen Ordnung auf einer höheren Skala. Diese neue Ordnung ist holistisch, ganzheitlich gegenüber den sie konstituierenden Elementen bzw. Wirkungen. Das neue Ganze entspricht einer holistischen Information, die auch in dem Sinne holistisch ist übrigens, dass sie nur als Ganzes definiert werden kann. Ich denke da nur als kleinen Hinweis an das Penrose-Dreieck, an das Tribar, beziehungsweise auch an die Möbius-Schleife, wo die Schleife nicht lokalisiert ist. Sie ist auch eine holistische Eigenschaft. Diese holistische Information ist wie ein Netzwerk, ein komplexer Graph, das auch top-down wirkt, also von oben nach unten. So wirkt etwa ein Proton bereits auf dieser kleinen Skala, ja, top-down auf die drei Quarks. Und umgekehrt wirken diese bottom-up von unten nach oben auf das Proton. Also man hat immer top-down und bottom-up-Wirkung. Und wenn man das wirklich auf diese Skala ausdehnt, von der Carl Gustav Jung gesprochen hat, mit seiner Synchronizität, dann bedeutet es ja, dass es auch ein verborgenes Netzwerk geben muss, das, was die Menschen verbindet. Das heißt, Geistesgeschichte, Synchronizität im Jungschen Sinne impliziert ein verborgenes Netzwerk, ein akausales Zusammenwirken. Es ist aber nicht, es ist nur im Sinne der Physik akausal, also energetisch akausal. Es wird da keine Energie übertragen, aber nicht im Sinne der Informationstheorie, weil die Information wird in dem Falle in der Tat instantan, also überlichtschnell, übertragen. Die Mutter stirbt, die Tochter zieht das schwarze Kleid an. Was folgt daraus für unsere Frage, ob wir in einem Programm leben? Eine verborgene Ordnung, eine komplexe, holistische Information ist der Möglichkeit nach a priori vorgegeben. Die muss vorgegeben sein. Wenn sie nicht vorgegeben wäre, dann gäbe es ja nur Chaos. Also wo kommt die Ordnung her? Das ist die zentrale Frage. Diese verborgene Ordnung, diese komplexe, holistische, ganzheitliche Information, die wirkt auch aktpotenziell, also der Möglichkeit nach, noch bevor sie realisiert wird. Denn eine nicht geordnete Synergie, ein nicht geordnetes Zusammenwirken, wird dann nur Chaos hervorbringen und keine komplexe Einheit. Ihre Wirkung ist informationell, das habe ich ja vorhin gesagt. Das heißt, sie informiert Wirkungen, wie sie dann Wirklichkeit werden sollen, wie sie sich koordinieren und wie sie sich verhalten können bzw. sollen. Und ein chaotisches Zusammenwirken, also wenn diese informationelle Wirkung nicht erfolgt, ist instabil und zerfällt. Das ist die Bewährungsprobe für eine erfolgreiche Synergie. Und diese erfolgreiche Synergie ist dann ein Ausdruck für das informationelle Wirken dieser verborgenen Ordnung. Das ist so, wie wenn sich eine verborgene Ordnung, ein Muster, eine Struktur, eine komplexe Information erfolgreich inkarnieren kann, Wirklichkeit werden kann. Und diese Ordnung übrigens wirkt nur bei lebendigen Systemen. Nur bei lebendigen Systemen notwendig ordnend, bei anorganischen Systemen, wie auch bei der aktuellen künstlichen Intelligenz, wirkt sie natürlich nicht notwendig ordnend. Das übernimmt ja bei künstlichen Systemen der Programmierer. Der Programmierer ist der Ordnungsgeber. Das informationelle Wirken, das für geordnete Synergie notwendig ist, ist analog zum Wirken eines Programms. Und jetzt kommen wir wirklich zu dem Punkt, warum ist es ein Beweis? Noch einmal, das informationelle Wirken, das für geordnete Synergien, wie an den Beispielen erläutert, notwendig ist, ist analog zum Wirken eines Programms. Ja, die Frage stellt sich natürlich, wer der Programmierer ist. Es ist klar. In diesem Sinn
ist die faktische Gegebenheit geordneter Synergien und auch, dass es sowas gibt wie Synchronisierung von Wirkungen und Ereignissen auf diesen verschiedenen Skalen, von ganz klein bis ganz große Skala, ja, das ist ein Beweis dafür, dass wir in einem Programm leben, wenn auch, und jetzt kommt dieses große Aber, ne, wenn auch dieses Programm kein klassisches, binäres oder algorithmisches Programm ist, sondern ein komplexes, ein transalgorithmisches Programm. Das heißt, wir leben in einem komplexen Programm. Ein Vergleich soll das verdeutlichen zum Schluss. Der Fußball, also das Fußballspiel, hat Regeln. Doch determinieren diese Regeln nicht den Spielverlauf, wie ein klassisches Programm es tun würde, sondern ermöglichen Kooperationen der Spieler und eine geordnete Interaktion von Spielern im Fußballspiel. Die Kooperationen und Interaktionen, also das Zusammenwirken der Spieler, ist letztlich ermöglicht durch die Anzahl, jetzt kommt ein quantitatives Maß, durch die Anzahl der möglichen Interaktionen, die eben eine geordnete Struktur, eine Strategie, ein Spiel, ist ja sowas wie eine geordnete Struktur, zusammenbringen. Und diese Anzahl der möglichen Interaktionen kann man sich mathematisch vorstellen durch einen Möglichkeitsraum. Und dieser Möglichkeitsraum, der definiert die Möglichkeiten komplexer Informationen, komplexer Anordnungen, komplexer Ordnungen. Und nur weil es die quasi gibt, vorgegeben, nur weil diese vorgegeben sind, kann es überhaupt zu einer Ordnung kommen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie bis hier durchgehalten haben sollten. Vielen Dank.